Auch wir beginnen auf unserer Rundreise wie die meisten Italiener den Tag mit Kaffee und Morgenzeitungen. Womit beschäftigt sich ein Land? Da hilft ein Blick in die Zeitungen. Beginnen wir mit der La Stampa. Ihre Titelstory ist über Premierminister Giuseppe Conte, der sagt, dass die Wirtschaft fragil sei. Es geht um den nächsten Haushalt und dass die Regierung keine Sparmaßnahmen vorhat. Das ist ein Thema für viele Menschen, mit denen wir auf dieser Reise gesprochen haben, die Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit. Und hier haben wir noch eine andere wichtige Zeitung, die La Repubblica, die mit Libyen aufmacht, für Italien ein ganz wichtiges außenpolitisches Thema. Aber auch, weil der Zustrom von Migranten aus Libyen hierher wegen der Krise dort steigen könnte. Deshalb ist es für Italien ein besonders wichtiges Thema. Und dann natürlich auch hier die Bilder vom Schwarzen Loch. Eine Schlagzeile überall. Der Corriere della Sera beschäftigt sich mit der Pädophilie in der Kirche, dann wieder das Schwarze Loch und wieder der Haushaltsplan für nächstes Jahr. Viele Italiener machen sich Sorgen, dass es wieder Ärger mit Brüssel gibt. Also die Nachrichten sind von Land zu Land recht unterschiedlich. As you see, the news are very much different from every country, I guess, in Europe or Italy. Was auffällt, die Titelgeschichten sind alle sehr an Italien orientiert, sehr national. Stimmt, und ich muss sagen, in Italien dürfte es schwierig sein, in der Zeitung etwas zu finden, das nicht innenpolitisch ist. Das ist typisch italienisch. Man muss nur die Titelseite von heute nehmen. Und diese Nachrichten haben Einfluss, denn diese Zeitungen werden von den Wählern gelesen, die bei den Europawahlen im Mai abstimmen.